Hallo Freunde, die ersten Liebesgefühle sind immer etwas Besonderes, unerforscht, wahrhaftig und stets schwer in der Bauchgegend. Sich das erste Mal zu verlieben gehört zu den kostbarsten Erinnerungen, die man haben kann. Egal wie sehr du es versuchst, diese Liebe wirst du niemals vergessen. Aber es ist nicht nur bei der ersten Liebe so. Viele ersten Geschehnisse wirst du nie vergessen und dazu gehört auch das gebrochene Herz. Ehrlich gesagt gibt es nur wenige Dinge im Leben, die mehr Herzschmerz auslösen als die erste Trennung. Ob es so ist, weil du jung warst, oder es das erste Mal war, dass du die Schwächen der Kombination von Ablehnung und Verlust verspürt hast. Was auch immer es ist, eine Sache ist sicher, die erste Trennung ist nur schwer zu überwinden. Auch Adrian Pearce weiß das nur zu gut. Der 60-Jährige aus Toronto, Kanada, wurde von seiner ersten Liebe Vicky Allen vor fast einem halben Jahrhundert verlassen. Im Jahr 1970 war der 17-jährige Adrian Pearce voller Vorfreude auf die Weihnachtsferien, als seine erste Freundin Vicky Allen ihn plötzlich verließ. Sie waren seit fast zwei Jahren ein Paar, doch traurigerweise, so wie es in den meisten Beziehungen in diesem Alter ist, hält es nicht für immer. Während sie mit ihm Schluss machte, gab sie ihm ein Geschenk, das der mit gebrochenem Herzen dastehende Pearce nicht annehmen wollte. Es war sehr schwer für ihn, vor allem weil die Weihnachtsferien vor der Tür standen. Doch Vicky bestand darauf, dass er das Geschenk, das sie ihm mitbrachte, annimmt. Da Pearce' Herz gebrochen war, weigerte er sich, das mysteriöse Geschenk zu öffnen. Selbst Tage später konnte er das Geschenk immer noch nicht auspacken. Also legte er es einfach unter den Weihnachtsbaum und ließ die Sache erstmal so stehen. Im Laufe der Jahre verliebte sich Adrian erneut, dieses Mal in eine Frau mit dem Namen Valerie. Mittlerweile war Vicky nur noch eine Erinnerung und er heiratete Valerie ohne zu zögern. Zusammen gründeten sie eine Familie. Doch jedes Jahr platzierte er erneut Vickys Geschenk unter dem Weihnachtsbaum und seine Kinder flehten ihn jedes Mal an, es endlich zu öffnen. Aber jedes Mal weigerte er sich. Irgendwann hatte seine Frau es letztendlich satt, dieses Relikt einer längst vergangenen Beziehung jedes Jahr unter ihrem Weihnachtsbaum zu sehen. Valerie bat ihn, das Geschenk nicht mehr herauszuholen und es dorthin zu legen. Also nahm Pearce jedes Jahr heimlich das blaue Geschenk heraus, erinnerte sich an seine Tage als verliebter Teenager und anschließend verstaute er es wieder auf dem Dachboden. Aus Jahren wurden Jahrzehnte und obwohl Adrian seiner Familie erzählt hatte, dass er das Geschenk niemals öffnen würde, hatte er am Ende doch genug von diesem Mysterium. 47 Jahre nach der Trennung sagte Valerie zu ihm, er soll es endlich öffnen und dieses Mal war er nicht dagegen. Am 23. Dezember 2017 hatte Adrian einen perfekten Plan. Er erstellte einen Facebook-Beitrag und erklärte darin die Situation. Er fragte auch nach Hilfe, um Vicky ausfindig zu machen, damit er es so öffnen könnte, wie er es damals schon hätte machen sollen, gemeinsam mit Vicky. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass einer von Adrians Freunden aus der Highschool mit Vicky auf Facebook befreundet war und er stellte den Kontakt zwischen den beiden liebend gerne wieder her. Froh von ihm zu hören, lud Vicky ihn und seine Frau Valerie zu sich nach Hause in die kanadische Provinz British Columbia ein. Adrian hatte gemischte Gefühle. Er dachte darüber nach, ob es überhaupt eine gute Idee wäre und fragte sich vor allem, ob Vicky und Valerie miteinander auskommen würden. Trotz allem ging das Ehepaar ihrem Plan nach und flog nach Westkanada, wo sie endlich auf Vicky trafen. Live im Fernsehen gab Vicky zu, dass sie sich nicht mehr erinnert, was das Geschenk eigentlich war, aber sie erinnerte sich an die Umstände, die zu der Trennung geführt hatten. Wie sich Vicky erinnerte, war sie kurz zuvor unterwegs, um ein Weihnachtsgeschenk für Adrian zu kaufen, als sie auf jemanden traf mit dem Namen Wolf. Alles ging so schnell zwischen ihnen. Sie fing an zu sprechen und am Ende küsste Wolf sie. Doch Vicky drückte ihn nicht von sich weg. Tatsächlich küsste sie ihn sogar zurück. Danach hatte sie Schuldgefühle und wollte fair zu Adrian sein. Das Einzige, was zu tun war, war mit ihm Schluss zu machen. Aber trotz allem wollte sie ihm sein Geschenk geben. Und jetzt, 47 Jahre später, waren beide hier, bereit, um zu enthüllen, was drin ist. Adrian händigte das Geschenk an Vicky aus. Er wollte ihr die Ehre geben, es zu öffnen. Sobald sie anfing, es auszupacken, wurde ihr Gesicht rot. Sie konnte nicht glauben, dass sie ihrem früheren Freund das geben wollte. Enthalten war ein Buch mit dem Titel Liebe ist, neue Wege, um dieses Gefühl zu entdecken. Es war eine Sammlung von Comics von Kim Grove. Nicht in der Lage, die Geschichte einfach so loszulassen, entschied er sich, das kleine Buch und das blaue Geschenkpapier einzurahmen, als Erinnerung an seine erste Liebe. Wir alle haben unseren eigenen Weg, wie wir uns erinnern, wie wir die Dinge und Menschen wertschätzen, die uns im Laufe der Zeit begegnen. Es ist erstaunlich, wie sehr Liebesgefühle einen Menschen beeinflussen können. Adrian hat zwar eine neue Liebe gefunden, wollte aber die Erinnerung an seine erste über die Jahre hinweg nicht verlieren. Was hältst du von diesem Thema? Und wie war es mit deiner ersten Liebe? Teile es uns doch mal in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.